Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zu einem neuen Zeitschriften-Review, um genau zu sein. Und ja, ihr seht richtig. Ich habe tatsächlich das Lego Disney Prinzessin Magazin hier. Ausgabe Nummer 1. Es passt ja jetzt überhaupt nicht zu den bisherigen Magazinen irgendwie. Aber ich weiß auch nicht. Also ich muss zugeben, ich habe es beim Henry von der Klemmbaustein-Lyrik auf dem Kanal gesehen. Der hat da so immer so ein Übersichtsvideo über alle Magazine des Monats. Und da war auch das Heft dabei. Er hat sich nicht selbst gekauft, er hat es als Rezensionsexemplar bekommen, aber ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich es witzig, als Disney-Fan, jetzt bin ich nicht unbedingt der Fan von den Disney-Prinzessinnen oder so irgendwas, aber ich weiß auch nicht, ich fand es irgendwie lustig und dachte mir, ach komm, die Erstausgabe holst du dir mal und wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich so, wie er dann vermutet hat, dass dann ab der dritten Ausgabe dann noch andere Prinzessinnen drin vorkommen und so und man dann so für halbwegs kleines Geld so eine Art Prinzessinnen-Sammlung bekommt. Außerdem habe ich mir noch nie irgendwie ein Friends-Set gekauft und habe also noch nie so eine Friends-Figur in der Hand gehabt, wie die genau aussehen, weil das ist ja eine andere, die sind ja nicht kompatibel mit den Standard-Lego-Mini-Figuren. Deswegen dachte ich mir, ach komm, gib dem Ganzen mal einen Versuch, guck's dir mal an und ja, kannst auch mal schauen, wie die Zuschauer hier auf deinem Kanal das so finden. Ja? Ich meine, vielleicht gibt es ja auch Interessenten hierfür, vielleicht gibt es ja auch, vielleicht guckt sich auch irgendjemand an für seine Kinder das Ganze oder mit seinen Kindern, vielleicht sind da auch Mädels dabei und die interessieren sich dann eher dafür und so muss ja nicht immer nur der typische Jungskram sein, halt nur was typisch Mädchen, was natürlich nicht heißt, dass damit nicht auch Jungs spielen können und umgekehrt Mädchen nicht auch mit Star Wars oder so spielen können, ist ja klar, das ist ja, kann ja jeder mit jedem spielen. Ich habe als Kind auch mal mit einer Barbie-Puppe gespielt. Ich wollte nur mit einer Barbie-Puppe als Kind haben. Ja, also von daher, jedem das Seine, nicht? Gut, also wir haben hier Basteln. Kuscheliges Krönchenkissen. Mhm. Dann ein original Lego-Set. Süßes Extra Aurora mit Blumenstrauß. Genau, Abenteuer mit Dornröschen. Zwei tolle Geschichten. Zwei Poster hier noch. Und ja, hier die gute Fee ist das, glaube ich, oder? Ist das nicht die gute Fee? Ich denke schon. Was haben wir hier? Aus der Fantasie eines Mädchens. Sehr gut, das ist jetzt wieder halt sehr gut. Die Hauptzielgruppe sind natürlich Mädchen, ist ja klar. Dann hier Inhaltsverzeichnis. Dann willkommen, hallo kleine Prinzessin. Dann haben wir hier ganz verschiedene Prinzessinnen. Dann haben wir Jasmin, Aurora, Belle, Mulan, Ariel, Schneewittchen, Cinderella, Tiana, Vaiana, Rapunzel und geheimnisvolle Botin. Mhm. Und da kann sich dann die Prinzessin, die das Heft quasi besitzt, in dem Fall also ich als Prinzessin jetzt quasi, ja, könnte jetzt ein Bild von mir reinmalen, naja, egal. Extra, Prinzessin Aurora, das Dornröschen mit Blume. Hast du Lust, ein Bild deiner Lieblingsblume für Aurora zu malen? Sie wird sich freuen. Kann man hier reinmalen. Wie süß in der nächsten Ausgabe als extra Dornröschens putziges Häschen auf ihrem Bett. Jetzt haben wir schon gespoilert, was am Ende kommt, aber ich meine, ich wusste das ja schon, ich habe das ja schon beim Henry gesehen. Und ja, bin mal gespannt, wie gesagt, jetzt, ob das dann, wenn im nächsten Heft für Aurora jetzt quasi ein Zubehör kommt, dann ist dann vielleicht mit Heft 3, kommt dann, keine Ahnung, man hat ja hier genug zur Auswahl. Im nächsten Heft ist dann vielleicht, weiß ich, Ariel drin oder Cinderella oder Mulan oder Belle oder so. Und im vierten Heft dann vielleicht ein Zubehör zu eben dieser Prinzessin, wer weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mal gucken. Mein Comic, die große Party. Comics kennen wir schon aus den anderen Heften, ist da auch drin. Dann Werbung für Prinzessin Lilifee. Auch alles halt rosa gehalten, also Hauptzielgruppe auch hier die Mädchen definitiv. Dann geht's mit dem Comic weiter. Doppelseite Comic. Nochmal Seite Comic und hier links Knobeln nennt sich das dann hier. Also auch hier die Rätselseite dann. Öffne die Schatztruhe. Dann basteln. Das kuschelige Kronenkissen. Hier eine Anleitung, wie man so ein Kronenkissen basteln kann. Dann nochmal eine Seite Comic und dann ist auch das Comic schon zu Ende. Da unten steht's, Ende. Dann haben wir ein Poster hier. Das sind, glaube ich, die ganzen Disney-Schlösser, die es gibt, ist in dieser Disney-Prinzessin-Reihe mit den Figuren halt auch dabei. Dann haben wir hier Belle und Ariel. Doppelposter, zwei Prinzessinnen auf einem Poster. Lustigerweise aber nicht Aurora, die ja drin ist. Das ist bei den anderen Heften immer ein bisschen thematisch passender irgendwie. Also bei Ninjago ist dann in der Mitte zum Beispiel ein Poster vom Lloyd jetzt gewesen im letzten Heft. Und bei Star Wars ist meistens auch von dem Extra, das drin ist, irgendwie ein passendes Poster. Dann haben wir die andere Seite mit den kleinen Schlössern, diesen kleinen Minisets, die es da gibt. Dann Flieg mit mir um die Welt. Das ist hier dann Jasmin aus Aladdin. Zum Ausmalen. Dann Bildergeschichte.
Nämlich wie früher in der Bravo irgendwie so ein bisschen. Die große Party heißt das Ganze. Aha. Dann geht die Bildergeschichte nochmal weiter. Hier ist sie dann zu Ende. Dann haben sie hier, ach, zum Ausschneiden und Sammeln. Alles über Aurora, das Dornröschen. Aufgewachsen bei drei Feen, mag die Natur, liebt Überraschungen. Warum ist das hier nochmal so extra schraffiert? Warum kann man das nochmal extra... Hä? Ach so! Haha, damit man das... Verstehe, das heftet man ab und dann hat man hier wie so ein Register. Hier steht die nächste Prinzessin. Da kann man das dann quasi, kommt man direkt zu der Prinzessin blättern, die man haben will. Reduziert natürlich den Platz auch auf so viele maximal, aber... Außer es fängt ja wieder von vorne an. Aber witzige Idee eigentlich. Das ist Aurora, noch so ein paar Infos darüber. Und das hat auch hier, wie gesagt, bei der Klemmbaustein-Lyrik, der Henry erzählt, das finde ich auch ziemlich gut. Er hat nämlich auch gesagt, das würde er sich bei den jungen Heften eher mal wünschen. Also, oder bei denen, wo auch Junge mehr Interesse dran hätte. Also ich glaube, meinen Sohn könnte ich mit dem Heft ja auch nicht in den Ofen hervorlocken. Beziehungsweise ich habe es ihm schon gezeigt, er war nicht sehr begeistert. Vorlesen, eine Vorlesegeschichte. Warum gibt es sowas nicht in einem Iago-Heft? Auch zusätzlich zu den Comics. Vielleicht nur halb so viel Comic, aber dafür auch eine Geschichte zum Vorlesen. Ja, ich meine, gut, klar, wahrscheinlich ist ein Iago primär für Kinder, die ich schon selbst lesen können. Aber mein Kleiner interessiert sich auch schon für den Iago, kann selbst aber noch nicht lesen. Das wäre doch viel cooler, wenn ich dem eine Geschichte vorlesen könnte. Ja, oder bei City zum Beispiel. City ist ja auch was für kleinere Kinder. Auch was zum Vorlesen. Ja, nicht immer nur Comics. Das fände ich echt cool. Das ist wirklich so richtig eine schöne Geschichte zum Vorlesen. Also muss ich dem Henry recht geben, das würde ich mir auch in dem ein oder anderen anderen Magazin wünschen, ja. Dann ein Spiel, rette den Frosch. Dann knobeln wieder, Stein auf Stein. Hilft Cinderella dabei, diese Rätsel rund um den Steinchenhaufen zu lösen. Na, das sind verschiedene Fragen anscheinend. Dann Umfrage, sag deine Meinung, tolle Preise zu gewinnen. Cinderellas Traumschloss, Auroras königliche Kutsche, Cinderellas Schlossfest und Jubiläumsfeier der Prinzessin. Und dann forsche auf das nächste Heft, Disney Prinzessin, Ausgabe Nummer 2. Lies und Spiel heißt es immer, genau. Am 14. März mit Auroras Hasen, oder Häschen hier, auf ihrem Bett mit Notenblatt. Bedruckte Fliese, ist die neu? Gibt es die schon? So ein Notenblatt? Muss ich mal gucken. Weiß ich gar nicht. Könnte ja auch interessant sein, wenn das ein exklusives bedrucktes Teil ist. Warum nicht? So ein Notenblatt muss man jetzt ja nicht nur bei Disney Prinzessin benutzen. Das kann man ja auch wie bei der City benutzen oder sowas. Muss ich mal gucken, würde mich mal interessieren. Genau, also am 14. März, denke ich mal, werde ich auch holen. Und wenn Interesse besteht, warum nicht? Man kann ja auch über den Tellerrand hinausblicken, würde ich euch jetzt auch hier wieder präsentieren dann. Dann haben wir noch hier Lego Friends Vorschau für das Heft. Das habe ich mir jetzt natürlich nicht gekauft, werde ich mir glaube ich auch nicht kaufen, aber das fand ich jetzt irgendwie ganz witzig, so Disney Prinzessin, warum denn auch mal nicht. Dann noch Werbung für Lego Disney Prinzessin, hier diese Sets, diese Buchsets, sag ich mal, mit den Märchenbüchern hier. Hier Belle mit Schön und das Biest, Mulan, gleich haben wir Film Mulan, Ariel auch gleichnamiger Film, Ariel dann halt. Genau. Spiele dein Lieblingsmärchen nach und nehme sie überall mit. Genau. Das war also jetzt das Heft. Achso, 4,50 Euro kostet der Spaß übrigens am Kiosk. Und hier haben wir dann das Figürchen. Jetzt bin ich mal gespannt. Meine erste Friends-Figur. Bin ja mal gespannt. So. Fällt einem schon was entgegen. Fühlt sich alles. Fühlt sich an, als ob alle Teile draußen wären, ja. Guck mal, das ist dann der Rock. Ah, das habe ich genau, das habe ich gesehen. Das wird dann hier so, das ist dann so schmal und wird dann da drauf gesteckt. Genau. Das wird dann, genau, das ist vorne. Dann, oh mein Gott, was für dünne Ärmchen. Das muss Angst haben, dass es abbricht. Meine Güte. Der Kopf ist ja auch ganz, ganz komisch. Okay. So, das ist, ja, das ist ganz anders als Lego. Okay, das Haarteil ist nicht aus Hartplastik, das ist so weich. Das hat man bei den Lego-Minifiguren ja auch. Okay. Ist ja witzig. So. Dann hat sie hier noch ihre Blume. Das wird dann noch reingesteckt. Und die kann man ja auch genau oben, das ist ja auch bei den Lego-Minifiguren so, oben in das Loch ins Haar stecken. Dann hat sie die Blume im Haar quasi. Ja. Ja, aber wir tun sie jetzt hier in das grüne Dings und stecken sie in die Hand. So. Und fertig ist sie. Prinzessin Aurora mit Blume. Okay, ja, also gut, eine Lego-Minifigur gefällt mir trotzdem besser, definitiv.
Also ist ja auch eine eigentliche Lego-Minifigur, weißt du? So eine Lego-Friends-Figur irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde die Arme ein bisschen zu dünn irgendwie. Ansonsten natürlich, es passt von den Proportionen her besser. Das Gesicht so sieht halt eher, sieht irgendwie natürlicher aus. Aber so eine Lego-Minifigur, das ist halt einfach ikonisch. Das gehört dazu und... Nee, also hätte mich auch gewundert, wenn mir das jetzt besser gefallen hätte als eine Lego-Minifigur, ganz ehrlich. Nee, aber es hat was, hat seinen eigenen Stil und ich denke mal, halt gerade so für so Prinzessin-Thema doch durchaus passend, warum nicht? Und scheint ja auch anzukommen irgendwie, weil meine Friends gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile lang. Ja. Also gut, haben wir jetzt auch Aurora zusammengebaut und das Heft mal durchgeackert. Also schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wollt ihr das gern häufiger sehen, mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und auch mal hier so was angucken? Oder sagt ihr, ne, interessiert mich überhaupt nicht. Ich meine, es ist ja keiner gezwungen, sich die Videos anzugucken. Also selbst wenn sich nur ein kleiner Teil dafür interessiert und ich beschließe, okay, das reicht mir schon, um die Videos für euch zu machen, ja, dann muss ja nicht jeder, ist ja nicht gezwungen, sich das Video auch anzugucken, wenn es hochgeladen wird. Von daher mal gucken. Aber trotzdem würde mich mal euer Feedback interessieren, wie ihr das so findet. Und ja, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch selber einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich wäre ein Abo meines Kanals auch immer sehr nett, da würdet ihr mich sehr unterstützen. Denkt dann auch dabei auch dran, die kleine Glocke zu aktivieren, da bekommt ihr nämlich Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Außerdem könnt ihr dem Telegram-Channel beitreten, da wird auch mehr informiert, wenn neue Videos online sind. Könnt dann auch in den Telegram-Chat kommen, da könnt ihr mit mir und anderen hier über Lego, also Disney-Prinzessin chatten, gar kein Thema. Link zum Discord, der übrigens komplett kostenlos ist, findet ihr in der Videobeschreibung. Da findet ihr außerdem auch noch den Link zu meinem Hauptkanal, Lenglizien13. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn euch die Videos gefallen, Daumen nach oben da lassen und ein Abo nicht vergessen, das wäre cool. Auch da gilt, kleine Glocke aktivieren, dann bekommt ihr Bescheid. Oder alternativ ist es da der Discord, da könnt ihr reingehen, immer informiert werden, wenn es neue Videos gibt und mit mir und anderen chatten. Genau. Auch da Link in der Videobeschreibung und auch da natürlich komplett kostenlos der Discord. Jo, dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.